So, willkommen zurück. Zurück in diesen wundervollen kleinen Wäldchen, in den Waldlandebenen, die wir durchstreifen wollen. Oder wollten. Oder jetzt noch wollen. Um zu Trutzbucht zu kommen. Nach Trutzbucht, meine ich. Waldtroll und eine unaussprechliche Frau. Pfgra! Offensichtlich aus dem slawischen Bereich. Immun gegen Bewegungsunfähigkeit, gegen Humpelnäs und Versteinerung. Okay, mal schauen, ob wir die packen können. Ach, gleich drei Waldtrolle. So viel Spaß muss sein. So, alle singen. Du kriegst eine Wunde. Das ist doch mal sehr schön. Dann tritt den Waldtroll auch bitte mal. Okay, tritt hier am besten gleich nochmal. Haben wir den nämlich schon mal weg. Sehr schön. Dann tritt bitte mal die Dame hier, die bestimmt irgendwelchen funky Kram macht. Am besten kümmern wir uns alle mal um die Damen hier. Einmal so. Und du trittst ruhig weiter. Das kannst du ruhig weitermachen. Okay, vielleicht brauchst du doch nochmal so einen kleinen Bonus. Du könntest übrigens auch mal so einen Heilkreis wirken. Ich glaube, das wäre nicht schlecht in diesem Moment. Bist du das? Nein, du bist das. Ist die Dame noch am Start? Ja. Würdest du bitte mal treten? Dankeschön, die Dame ist weg. Wer bist du denn? Eine geringe Regenfäule. Aber natürlich. Das war ja erwartbar. So, mal, du hast eine Bindung auf mich, die Regenfäule hat eine Bindung auf ihn. Okay, dann würde ich vorschlagen, ich akzeptiere den freien... Oh, du hast eine Bindung auf ihn. Ah, das ist schlecht. Gut, wir kümmern uns. Du kümmerst dich um ihn. Du musst dich wohl mal um ihn hier kümmern, um den Waldtroll. Das wird ein schlimmer Kampf, fällt mir gerade so auf. Du konntest doch irgendwie, genau, Leben abzapfen. Ich würde gerne mal das nutzen. Du machst, wer bist du eigentlich gerade? Du machst einen Heilkreis, ganz wunderbar. Du kümmerst dich mal mit. Ich glaube, der Magier wird es nicht packen. Obwohl, kümmere dich mal um die Regenfäule. Du kümmerst dich auch mal um die Regenfäule. Machen wir es mal so. Okay. Dann, der Troll kommt wieder auf dich zurück. Das ist, finde ich, super. So, du hast drei. Du machst deinen Heilkreis, das ist ganz wunderbar. Du kümmerst dich... Genau, du kümmerst dich erstmal hier mit um den Waldtroll. Du kannst ein bisschen zaubern übrigens. Hier auf dich. Warte mal, was bist du? Immun gegen bewegungsunfähig. Boden erkrankt, Gift, Humpeln, Krankheit niedergeschlagen. Da fällt das Feuer nicht runter. Genau, du trittst übrigens weiter schön. Okay, der Waldtroll kommt wieder weg. So, warte mal, du kümmerst dich jetzt mal mit um die... Regenfäule, bitte. Du machst, glaube ich, noch einen Heilkreis die ganze Zeit. Das ist ganz wunderbar. Du trittst mal bitte weiter. Ah, das wird ganz schön knapp hier. Bitte tritt weiter. Genug Wunden kriegst du auf jeden Fall. Und gleich ist der Waldtroll zumindest weg. Wunderbar, sehr schön. So, das heißt, wir beide kümmern uns mal um den Waldtroll. Du wiederum kümmerst dich ein bisschen mit um den hier. Ihr beide kümmert euch um die komische Fäule hier. Wenn ihr bitte mal treffen würdet. Okay, klappt nicht so richtig. Der Magier ist auch schon wieder fast am Boden. Gib dir bitte ein bisschen selbst ein bisschen Ausdauer. Wer bist du gerade? Du bist der Priester, okay. Du bist, du hast keine Hunde. Oh, ungewöhnlich. Der Magier ist gleich im Eimer. Warte mal, kannst du nicht mal helfen? Hier dieses Feldlazarett zum Beispiel. Auf dich, logischerweise. Du kümmerst dich bitte mal um ihn. Vielleicht kriegt er da ein bisschen... Warte mal, ist nicht irgendwas Individuelles? Was ist das denn zum Beispiel? Ikonische Projektion. Erzeugt eine langsame energieladende Projektion des Glaubens des Priesters, durch die alle Verbündeten an Ausdauer gewinnen. Oh, das ist, und alle Feinde Frostschaden. Oh, das ist sehr gut. So. Einmal das. Du bist weiter hier am Start. Du bist hier auch weiter am Start. Und mal gucken. Das war nicht schlecht. Wir haben ein bisschen Ausdauer gewonnen. Regenfäule ist kaputt. Wir greifen jetzt bei den Troll an. Du zum Beispiel könntest mit einem Zauber mal agieren. Wärst du mal mit diesen wundervollen... Hier, guck mal, diese stinkende Zärtlichkeit. Nee, da steht mein... steht hier Ding jetzt noch drin mit einem Fuß. Ist nicht so gut. Dann, wie wär's mit, hier der glänzende Abfluss, Korrosionsschaden und ich bekomme Ausdauer. Super. Einmal das, bitte. Ja, durchführen. Naja, gut. Das dazu. Hast du eigentlich mal eine Wunde? Ja, hast du. Dann tritt doch bitte mal den Herrn Waldtroll hier. Weitere Wunden haben wir gerade nicht. Der Waldtroll sollte aber langsam mal wirklich sterben. Ich bin übrigens gerade ganz stolz auf mich,
dass keiner von meinen Leuten jetzt hier bei diesem Gefecht gestorben ist, obwohl ich einfach so irgendwie reingerannt bin. Nicht ganz so stolz bin ich auf mich, dass ich die ganze Zeit so ein bisschen am Anschlag rede, was die Lautstärke angeht, Entschuldigung. Hey. Aber das lief erstaunlich gut. So, was haben wir denn hier? Wir haben erwecktes Holz, okay. Und hier? How may I help? Weiß ich noch nicht. Je nachdem, was wir erfinden. Ein bisschen Trollhaut, super. Hey. Schämen uns ein bisschen die Lappen von dem blutigen Körper, das freut mich ja richtig. Wir speichern das Ganze mal. Wie weit sind wir gekommen? Praktisch gar nicht weit. Ich hoffe, dass nicht jedes Gefecht in diesem Wald zu heftig ist. Aber gut. Ist zumindest fordernd genug, so lernen wir eigentlich auch mal ein paar Dinge hier. Sangyrans Horn. Wie wir uns gut in Kämpfen verkaufen, das ist nicht schlecht. Hier ist der Weg offensichtlich. Ich glaube immer gerade so, wie es mir passt. Letztendlich werde ich eh versuchen, die ganze Karte mal abzudecken. Ist hier noch irgendwas, was man mitnehmen kann? Jetzt speichere ich nochmal. Und wir haben einen Löwen, natürlich. Wir warten mal hier auf dich, nicht, dass wir jetzt da reinlaufen und noch weitere Löwen wecken oder finden oder was auch immer. Aber das scheint alles kein großes Problem zu sein. Da muss ich nichts groß machen, außer auf den Löwen direkt einzuhauen. Vielleicht finden wir ein leckeres Löwenfell, was wir uns um die Schultern legen können. Und nennen uns dann Herkules. Löwenhaut, vielen Dank. Sollten wir mal zum Gerber gehen. Das ist ein Waldlöwe offensichtlich gewesen. So, was haben wir hier? So ein bisschen Pilz oder was? Flechte? Hallo? Ja, was auch immer. Ach, Orleans Wiege. Stimmt, ich kriege den Namen erst, wenn ich das aufsammle. Ah, da liegt doch was. Und da steht auch jemand. Wer ist das? Oder was ist das denn hier? Vorräte sind sehr, sehr gut. Allerdings brauchen wir die offensichtlich gerade nicht. Naja, gut zu wissen. Aber wer bist du denn? Jaylene die Matte. Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Seelenessenz dieser Frau. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Ich schaue mir das Ganze mal an. Du siehst eine Gruppe robentragender Gestalten um ein Feuer sitzen. Diese Frau, viel jünger und kleiner, ist bei ihnen. Sie besprechen eine Reise und schmieden Pläne, entscheiden darüber, welche Straße sie am schnellsten zu ihrem Ziel bringen wird. Ein raschelndes Geräusch erlangt die Aufmerksamkeit mehrerer Gruppenmitglieder, die sofort aufstehen und sich anstrengen, über das Feuer etwas zu erkennen. Eine riesige schattenhafte Kreatur bahnt sich ihren Weg ins Lager und die Identität des Neueinkömmlings langsam preisgebend, weicht die Dunkelheit dem Feuerschein. Viele Mitglieder der Gruppe stehen auf und machen ihre Waffen bereit, andere rufen ihren Gott an und bereiten Zauber für das Gefecht vor. Das Mädchen sieht sich verwirrt um, als der Mann neben ihr aufsteht und seine Arme ausbreitet. Er schimpft die anderen Gruppenmitglieder, weil sie einen Fremden nicht die ihm gebührende Gastfreundschaft erwiesen haben. Der Mann geht mit ausgestreckter Hand auf den Oger zu und spricht in dessen Sprache Begrüßungsworte. Der Oger starrt den Mann einen kurzen Augenblick an, dann zieht er die Keule, die er hinter sich hergezogen hatte, mit einer Schnelligkeit durch, die bei einem Wesen seiner Größe unnatürlich wirkt. Die Keule trifft den Kopf des Mannes mit einem nassen, zerschmetternden Geräusch. Die Frau zu Rechten des Mädchens schreit und eilt dem Mann zur Seite. Und bevor er noch zu Boden gefallen ist, hat sie schon die Hälfte der Entfernung zurückgelegt. Aus der Dunkelheit um die Gruppe herum werden ihre Schreie mit schrecklichem und markerschütterndem Geschrei beantwortet, als sich ihr durch die Finsternis noch mehr Gestalten nähern. Schön, wegtreten. Aber kann man auch ganz normal mit dir reden? Offensichtlich nicht. Dann ist einfach nur irgendeine Dame oder irgendeine Bäckerin wahrscheinlich, die hier mit das Spiel unterstützt hat. Das freut mich sehr. Die Geschichte war auch gar nicht mal schlecht. Lasst aber trotzdem noch ein bisschen umschauen. Moment. Nochmal gespeichert. Und wenn wir rasten wollten, bleiben noch ein bisschen. Wenn wir rasten wollten, also vielleicht kann man noch einen Tag oder sowas, noch einen Kampf oder sowas, dann werden wir das mal machen. Was haben wir denn hier? Ah, lass uns kurz mal alle hingehen. Hallo? Achso, gut, das ist der Zaun, okay. Ist irgendwelche Probleme hier? Nein. Was ist hier? Nochmal Sangyrans Horn und hier haben wir was? Zwischen zwei angewinkelten Latten haben Spatz den Nest gebaut. Es ist gut, dass ich hierher gekommen bin. Muss auch ein bisschen die Schönheit der Natur zu schätzen wissen. Also schätzen lernen. Da kann man schon mal die ganze Gruppe dahin dirigieren. Okay, bis jetzt haben wir nichts Spannendes eigentlich hier gefunden auf der Karte. Außer zwei kleine Kämpfe, aber es muss auch nicht auf jeder Karte irgendwas Interessantes geben. Manche Karten können natürlich einfach nur Übergangskarten sein. In einer anderen Region. Problematisch wird es erst, wenn das 20 Mal in diesem Spiel auftaucht. Gehen wir mal hier hoch.
Also wenn es mehr Übergangskarten gibt, als eigentlich Karten mit wirklichen Inhalt gibt. Und da haben wir schon Inhalt. Vielleicht schleichen wir mal um irgendwelche Fallen und mögliche andere Dinge. Hello. Uns anzuschauen. Hello? Am Boden des Tonkrugs schwappen Weinreste herum. Was haben wir hier drin? Wir haben Geld und eine Flinte oder was? Eine Donnerbüchse. Die kannst vielleicht mal du aufnehmen. Und dir gleich mal anschauen, was ist hier? Ein Ritual der verborgenen Wunder. Okay, kriegst du bitte mal. Und mehr Geld. Die Donnerbüchse, die du gerade bekommen hast, ist die besser als die, die du gerade hast? Das ist die Arkebuse, okay. Die Donnerbüchse, ist die besser als die Pistole? Ebenfalls sehr langsam. Reichweite 8 Meter, ebenfalls 0,05 Sekunden am schwächsten, okay. Also kann leicht unterbrochen werden oder was? Schaden 7 bis 11, okay, die ist ja mal richtig schlecht. Ja, nee, ganz ehrlich. Du sollst ruhig ein bisschen auf, hey. Damage gehen, auf Schadensoutput. Es nützt mir nichts, wenn du jetzt mal eine schöne, coole, also selbst wenn die Donnerbüchse jetzt irgendwas Cooles, Magisches gehabt hätte, muss ich sagen, hätte ich sie wohl eher nicht als Standardwaffe ausgerüstet. Weil es nützt mir bei einigen Charakteren nichts, wenn sie irgendwelche coolen magischen Eigenschaften haben, sowas wie verlangsamt Gegner oder sowas. Ein weiterer Troll, oder? Ein Waldlauer. Oh, der Priester kriegt gleich mal richtig auf den Deckel. Aber das kriegen wir schon hin, bis der Priester fällt. Fällt der Waldlauer. Und du kriegst Wunden, ne? Das ist doch wunderbar. Dann zeig mal, was du mit deinen Wunden und deinem Schmerz machst. Bei so einem Mönch möchte man doch wirklich ungern, dass er oder sie Liebeskummer hat. Hey. Weil da fängt es wirklich auch an, Leute zu verletzen. Naja, gibt's ja auch einige Menschen so. Was ist hier eigentlich? Förster heute Rastbonus. Ach, wie schön. Dann nehme ich noch das belebte Holz mit. Und die Flechte hätte ich auch noch ganz gerne. Beziehungsweise Orlans Wiege, aber das heißt ja nicht, dass Orlans Wiege nicht doch eine Flechte ist. Orlans Flechte. Okay. Offenbar geht es hier auch nochmal auf eine andere Karte. Wäre manchmal nicht schlecht, wenn man hier sehen würde, wohin es gehen würde, aber das wäre auch natürlich ein bisschen unrealistisch. Das wissen wir ja schlichtweg nicht. Ein weiterer Waldlauer. Guten Tag. Wer wird angegriffen? Ah ja, hier unser Tank. Wunderbar. Das kann ruhig so bleiben. Ist völlig in Ordnung. Noch zwei Pünktchen und dann ist der Waldlauer auch schon in der Geschichte. Dann kriegen wir vielleicht ein weiteres belebtes Holz. Vielleicht kann man jetzt eine coole belebte Hütte bauen. So eine Partyhütte. Irgendjemand ist bewegungsunfähig. Wunderbar. Hauptsache das Holz bewegt sich. Dancing Wood. So. Ein weiterer Waldlaurer. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit noch viel mehr Probleme mit Waldlaurern. Deswegen genieße ich es gerade so ein bisschen, hier mal ein bisschen Paroli bieten zu können. Wir hatten mit einem einzigen Waldlaurer richtig Probleme teilweise. Also wir sind auch gleich kaputt. Das war ganz schön knapp. Meine liebe Ruisha. Danke für das Holz übrigens. So, regeneriere dich bitte mal, genau. Ich speichere mal in der Zwischenzeit und guck mal, wo wir eigentlich gerade sind. Wir sind hier. Okay, dann gehen wir mal kurz noch hier hoch. Einmal kurz hier runter. Ach, guck mal, wir können hier hoch noch gehen. Ah. Alright then. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Ist eine schöne Karte. Hier kann ich noch irgendein Gewächs abpflücken. Weil es ja allein durch die Tektonik einiges zu sehen gibt. Was haben wir denn hier? Wir haben einen toten Abenteurer mit einer Rohhautlüstung, ja. Und etwas Geld. In Ordnung. Gehen wir mal runter und pflücken ein paar Blumen, um sie, naja, nicht auf sein Grab zu legen. Das wäre Quatsch. Wir pflücken einfach so Blumen, weil wir Spaß daran haben. Oder Pilze. Dürrwurz. Ich habe manchmal das Gefühl, Rollenspiele, gerade so Fantasy-Rollenspiele, zehren so ein bisschen davon, von diesen Ys und diesen Hs. Einer hat mal, glaube ich, in Kommentaren geschrieben, alles wird cooler und mysteriöser, wenn man irgendwo ein H einfügt. Das stimmt. Wenn ich Lars, wenn ich zwischen bei Lars, ach guck mal, wieder wahrscheinlich irgendwelche, ja, irgendwelche Texte von Bäckern. Wenn ich bei Lars zwischen L und A einfach ein H einfüge, wirkt mein Name schon wieder total mysteriös. Und eben ähnlich ist es mit Dürrwurz. Also beziehungsweise mit dem Y. Ja, ein Stückchen weiter runter noch. Dann kommen wir schräg rüber. Wenn man statt I einfach Y schreibt, ist alles
Wird alles ein bisschen fremdländisch für uns. Zumindest für die geneigten Mitteleuropäer. So. Hier haben wir irgendeine Mauer. Führt uns die Mauer irgendwo hin oder ist es nur ein Stück des Weges wieder mal? Es ist nur ein Stück des Weges. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier den Weg zurück und einmal hier nach oben. Mal schauen, was da noch auf uns wartet. Das ist erstaunlich, wir haben jetzt... Oh. Personen warten auf uns. Hush, Itumak. We'll just wait a little longer. Keine Ahnung, was ich gerade gepflückt habe, habe ich gerade übersehen, aber ich sehe schon, haben wir jetzt mal neue Begleiter gefunden. Ich nehme an, du bist eine Art Druidin mit einem lustigen kleinen weißen Baubau. Eine mit Fellen und Leder bekleidete Zwergenfrau, hab's jetzt schon das Herz geschlossen, lehnt sich gegen den Wegweiser. Ihr Gesicht ist nach unten gerichtet, ihre Augen werden von einem dicken Streifen Gesichtsfarbe verdunkelt. Mit einem Messer mit Walrosszahngriff schärft sie eine knöcherne Pfeilspitze. Ihre Aufmerksamkeit aber gilt einem Bärenfigürchen zwischen ihren Füßen. Ein bei ihren Fersen stehender großer Fuchs mit weißem Fell schaut auf, als du dich näherst. Okay? Easy, Itumak. It's not him. Auf wen wartest du denn? Short version? I'm looking for a very, very old friend. I'm not sure what skin he's wearing now, but I'll know him when I see him. Dein Freund soll sich hier mit dir treffen? That's what I heard. Of course, the man who told me so was carrying a staff he claimed was made from dragon bone, but I know Whitewood when I see it. That should have been my first clue, but I had to try something. Nochmal, was hat dieser Fremde mit deinem Freund zu tun? Oder was, etwas ausprobieren, von was sprichst du genau? The long version. Here we go. I'm from an island to the far south called Nausitaak. I came here looking for a village elder, a man we knew as Persok. I'm a hunter back home, so tracking someone wouldn't normally be a problem. But Persok's trail is cold, to say the least. Okay. Und wie lange suchst du schon nach Persok? Ihre bemalte Stirn senkt sich und ihr kompakter, muskulöser Körper sackt für einen kurzen Augenblick zusammen. 5 Jahre. Und warum kannst du nicht finden? Von deinem Volk sollte es im Dürrwald ja nicht so viele geben. Er starb, als ich noch ein junges Mädchen war. Den Teil habe ich nicht erwähnt, oder? Ich suche nach seiner letzten Reinkarnation, was so ziemlich jeder sein könnte. Also hast du 5 Jahre lang nach einem Fremden gesucht, an den du dich kaum erinnern kannst. Wie sollte ihn jetzt noch jemand finden? That about sums it up. Dann muss es eine wichtige Aufgabe sein. Oder ich weiß tatsächlich, wie du dich fühlst. Oder klingt nach einer Zeitverschwendung. Die Frage erstmal, warum musst du Persok eigentlich denn finden? Sie lächelt schief. Das ist eher eine Lagerfeuergeschichte. Ich bin noch nicht bereit, mich dafür zu begeistern. Das muss eine wichtige Aufgabe sein. So I keep reminding myself. Still, it would be nice if important duties came with clearer instructions. Wie passt dieses Figürchen da hinein? Sie wischt das Figürchen an ihrer Hose ab und hält es in ihren kleinen, flachen Handfläche. Das Figürchen ist glatt und rund und hat die Form eines Bären. Das polierte Adra ist durch Abnutzung entlang seines gewölbten Rückens und seines eiförmigen Gesäßes matt geworden. Das Innere des Figürchens leuchtet sanft. Cute, isn't it? It belonged to Persok. Before he returned to the wheel, he left a splinter of his soul in it. Something to help us find him later. Als sie es dir hinhält, spürst du schwache Empfindungen. Keine echten Erinnerungen, aber Spuren von jemandem. Ich habe das Gefühl, dass ich ihr sozusagen helfen soll mit meiner Fähigkeit als Wächter oder Watcher oder was auch immer, diese Person zu finden. When I left Nausitaak, it was completely dark inside. But as I've gotten closer to Persok, it's glowed steadily brighter. Since I've reached the Deerwood, however, it's gotten hard to read. Some days it flickers and goes dark. Others it shines nice and bright. For a few hours. But most of the time it looks just like this. Nun, Persok könnte immer noch weiter weg sein. Schüttelt den Kopf. Ich habe ein paar Jahre damit verbracht, die Gegend zu umkreisen und hatte dabei denselben Gedanken. Im Süden bin ich bis nach Odesia gekommen und im Norden bis zur Burg Flottenbrechen. Als mir klar wurde, dass das Figürchen wieder dunkel wurde. Dasselbe passierte, als ich durch die Weißmark zog und die Buchten im Westen umkreiste. Vielleicht ist sie ja kaputt. Sie lacht hohl. Selbst Skaen könnte nicht so grausam sein. Sie funktioniert, dessen bin ich mir sicher. Sie ist nur nicht so präzise, wie ich gehofft hatte. Trotz dieser Worte blinzelt sie das Figürchen skeptisch an. Ich könnte sie mal ansehen. I've heard that one before. Whole reason I'm standing here is because some so-called watcher from Forkedvale told me he could take a look. For a few golden dukes, of course. I was on my way out of the Balmarsh when I heard talk of a traveling mystic who could supposedly see souls. I knew it was a long shot, but what did I have to lose? I went to see this fellow and gave him the Audra figurine.
He made a big show of moaning and rolling his eyes, and after I'd given him 5 golden dukes to lift the shroud, he told me to seek the crossroads in the field between the wolf's lair and the twining trees. Und was ist die Wolfshöhle? Trutzbucht. Die Einheimischen nennen den aktuellen Duke Wolfsgrinsen. Klingt danach, als ob man mit ihm gut ein Trinken gehen könnte. Sind sich windende Bäume ein wirklicher Ort? Er meint Zwillingsulmen. Ich bin noch nicht da gewesen, aber ich habe gehört, dass es dort einige besonders einprägsame Bäume gibt. Und weiter? He thought he was being vague, but I know the area well enough to recognize that he meant this place. Right between Defiance Bay and Twin Elms. I had a bad taste in my mouth, but my coin was spent and I'd already left an arrow in his knapsack as a friendly warning. Told him I'd come back and leave him with another if it turned out he was giving me the runaround. I've been here a week now. Guess he had the last laugh after me. Können wir jetzt ein bisschen runter scrollen? Nein. Du könntest immer noch diesen falschen Wächter nachstellen. Sie schlägt in die Luft. Ich habe hauptsächlich versucht, ihm Angst zu machen. Wegen ein paar Goldstücke würde ich eigentlich keinen Mann umbringen. Ich habe eh kaum Verwendung für Münzen. So wie ich seine Art einschätze, hat er außerdem längst das Dorf verlassen und sein Geld verprasst. Was ist, wenn ich Perzok bin? Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber das ist unmöglich. In diesem Fall würde dieses Ding wie eine Fackel leuchten. Sie wackelt ein bisschen mit dem Figürchen herum. Könnte ich das nochmal sehen, das Figürchen? Why? Mit zusammengekniffenen Augen schaut sie Adrabär an, dann wieder dich. Ich möchte mir nur mal genauer ansehen. Fine. But if you try to run, just remember that my arrows are faster. Ja, eine weitere Fernkämpferin. Okay. Sie gibt dir das Figürchen, bald ihre spröden Fingerknöchel deine Hand streifen. Sie beobachtet skeptisch, aber neugierig, wie du es untersuchst. Du hebst den Adrabären hoch und hältst ihn gegen das Licht. Als deine Augen einen winzigen, schimmernden Kratzer entdecken, beginnt die Landschaft dich herum wie hinwegzuschmelzen. Du stehst auf einer Klippe über dem Meer und siehst durch Augen, die nicht deine eigenen sind, nimmst den Geruch von Biestern, den frischen Geruch zerfallener Vegetation auf und dein Herz schlägt ein bisschen schneller als sonst. Hier oben musst du aufpassen, wohin du gehst. Du blickst gerade lang genug hinunter, um die scharfen, blassen Klippen hunderte Meter weiter unten ins Meer tauchen zu sehen. Wahrnehmung 15 bis 18 habe ich nicht. Figürchen zurückgeben, ich habe es. Er steht auf einer Klippe. Oder ich habe eine Vision von Klippen hoch über dem Meer. Kommt dir das bekannt vor? Auf deine Frage erntest du nur ein Achsenzucken und Schweigen. Figürchen zurückgeben, ich habe es, er steht auf einer Klippe. What are you talking about? What just happened? Ich bin ein echter Wächter. Sie blinzelt dich ein paar Mal nachdenklich an. Wenn du gesehen hättest, wie er tote Dinge anstarrt, dann wüsstest du, dass er es ernst meint. You realize I've got no coin to give you, even if I did believe you. Komm mit mir, ich habe noch andere Dinge in der Gegend zu erledigen und wir können unterwegs nach Perzok suchen. Warum nicht? If this is your idea of a joke, you may be stuck with me for a while. Lead the way. Wunderbar. Und schon haben wir weitere Begleiter plus einen Fuchs. Das ist ja super, ein weißer Fuchs. Ich hoffe, er schreit nicht so, dann macht ich die Geräusche wie ein normaler Fuchs, weil normale Fuchsgeräusche klingen weniger cool, als man eigentlich denkt. Aber okay, mit der neuen Begleiterin, wie heißt du eigentlich? Zagani, ein Name, den ich mit Sicherheit sofort wieder vergessen werde. Und mit dieser neuen Begleiterin werden wir in der nächsten Folge uns weiter beschäftigen. Wir werden jetzt, ach komm, diesen kleinen dunklen Flecken können wir uns noch anschauen. Gibt es hier noch einen Kampf? Nein, gibt es nicht. Gut, dass wir hier reingelaufen sind in diese Gegend. Ist hier unten noch irgendwas? Irgendwas zum Pflücken, irgendwas zum Kämpfen, irgendwas zum Schmusen, irgendwas zum Liebhaben. All das ist nicht der Fall. In Ordnung. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal hier oben um und sehen, was wir dort finden. Bis gleich.